Emma, bleib ruhig, bleib ruhig. Ich will dir doch erstmal einen Trick zeigen. Oh, Emma, willst du immer. Nein, du musst jetzt erstmal warten. Aber Julian, du hast mir gesagt, ich darf heute auch mal fahren. Jetzt lass mich doch Ja, aber endlich erstmal muss ich doch mal. fahren. Ich muss dir jetzt erstmal ein paar Tricks zeigen. Dann kannst du versuchen, das nachzumachen. Wirst du zwar sowieso nicht schaffen, aber jetzt guck doch erstmal. So, Emma, pass jetzt gut auf, pass jetzt gut auf. Also, du musst das gleich genauso gut können wie ich, Ja, okay? ist ja Okay, okay. also als erstes nimmst du hier so ein bisschen Anschwung. Und dann musst du. Au, oh Mann, das hat ja. Ach, nö, das hat ja schon wieder nicht geklappt. Emma, das ist immer so. Emma, hast du das gesehen? Also normalerweise sollte das nicht. Hä? Emma? Emma, wo bist du? Emma? Hallo? Was macht ihr da? Boah, Emma, hier bist du. Sag mal, warum haust du denn einfach ab? Ich wollte dir doch einen Trick zeigen. Guck doch mal, Julian, was die Was da denn? machen. Schau mal. Wow, Emma, ich wusste gar nicht, dass es hier mittlerweile einen Basketballkorb gibt. Wusstest du das? Noch nie gesehen. Vielleicht ist das neu Ja, ich hier. glaube auch. Weißt du, was richtig cool wäre, wenn die jetzt nicht mehr vielleicht spielen würden und wir spielen könnten? Weil ich hätte jetzt voll Lust Ja, ich auf möchte das Basketball. auch mal Ich machen. möchte das lernen. Hallo, ihr da mit den Sportklamotten, ihr Großen, dürfen wir auch mal spielen, dieses Basketball? Emma, die spielen doch noch. Du kannst doch nicht einfach fragen. Warum nicht? Nein, das geht nicht. Ihr möchtet auch spielen? Warum nicht? Ja. Klar, wir machen eine kurze Pause. Ja, Ihr müsst ehrlich? meinen Ball haben. Okay, cool. Siehst du, Julian, das war gar nicht so Ja, schwer. stimmt, hast du Drei recht. Fragen kostet nichts. Und jetzt können wir spielen. Aber vielleicht können wir direkt auch gegen die anderen Was spielen. gegen So die? ein Wettkampf. Schau doch mal, wie groß sie sind. Na Da und? gewinnen wir doch niemals. Was? Ihr wollt gegen uns spielen? Wieso denn nicht? Also, wir können es euch ja auch beibringen, falls ihr das noch nicht könnt. Dann können wir ja ein bisschen Ja, euch ein genau. paar Korbleger oder so zeigen, auch wenn ihr noch ein bisschen klein seid. Ja, vielleicht könnt ihr uns das ja erst beibringen, bevor wir gegen euch spielen. Also, ich glaube, da verlieren wir Ja, sowieso. was soll ich machen? Los! Yes, ich werde ein richtiger Basketballer. Ja, ich werde richtiger Basketballer und Ja! kein Skater. Ja, ich werde Basketballer. Du, Basketballer? Das kann was werden. Och nö, nicht schon wieder der! Du Basketball! Pff, du kleine Julia, guck mal, wie klein du bist! Also, bleib mal lieber im Kindergarten, du kannst ja gar nichts. Hey, sag mal, dass du dich überhaupt noch blicken lässt, ne? Was war das letztens, wo du uns eigentlich so entführt hast? Ach komm, übertreib nicht, und außerdem hast du gar nicht in der Kita angerufen. Ja, natürlich nicht! Was du da gemacht hast, das geht gar nicht! Ach komm, sei still, bleib auf dem Teppich. Außerdem bin ich heute hier nicht allein. Ich kann mich sowieso nicht um dich kümmern. Ich habe meine Freundin mit. Deine Freundin? Du? Wer ist denn deine Freundin? Godzilla oder was? Ganz witzig, voll witzig, kleine Julia. Nein, das ist die Lisa. Lisa, kommst du mal? Oh Mann, warum stresst du mich so? Was willst du denn schon wieder von mir? Lisa, komm doch jetzt mal hier hin, Mann. Oh, was ist? Oh mein Gott. Was ist das denn? Die ist ja noch schlimmer als der große Julian. Oh Mann. Oh Mann, Julian, du bist total die Nervensäge. Ich nerv doch nicht. Du nervst, wenn überhaupt. Also ich hab dich doch heute hier mit auf den Spielplatz genommen. Also bleib mal ein bisschen ruhig. Außerdem will ich dir jemanden vorstellen. Du weißt doch, ich Aha. hab dir doch von diesem einen Julian erzählt, oder? Ja, Oder, und der ist hier? ja, genau. Schau mal hinter dir. Ach nee. Hallo. So sieht er also aus. Also, du bist auch ziemlich groß, muss ich sagen. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Wobei, beim großen Julian Und und bei du dir. ziemlich klein, was? Hey, was soll das? Warum kommst du mir so nah? Boah, du hast Mundgeruch. Boah, was hast du heute Ich hab schon von gegessen? dir gehört. Zwiebeln? Riechst du das Was? hier? Ich rieche Angst. Du machst dir fast in die Hosen. Nein, mach Wegen ich dir gar ist der nicht. Julian, mein Julian, aus der Kita Dein geflogen. Julian aus der Kita geflogen? Da war er selber dran Ja. schuld. Der hat Nein, das geklaut. warst du. Natürlich nicht. Ach komm, Lisa, das ist es nicht wert. Diese kleine Julia hier. Hey, ich bin nicht klein und ich bin keine Julia. Und außerdem, ich habe einen Namen für dich. Du bist die fiese Lisa. Ja, genau, das bist Wie bitte? du. Ja, du bist die fiese Lisa und das ist der große Julian, also oder auch der doofe Julian, was auch immer. Ach Julian, wir wollten doch so einen Basketballwettbewerb machen. Was ist hier los? Ja, aber schau doch mal, wer gekommen ist. So Oh nein, zwei Riesen. der uns entführt hat. Und wer bist du? Dich habe ich noch gar nicht kennengelernt. Was bist du denn für ein Winzling? Bist du von Schneewittchen so ein Zwerg oder was? Hey, was willst du jetzt von mir? Komm mir nicht zu nah. Also, du nervst in letzter Zeit echt viel, weißt du das? Und das mit der Entführung, das war jetzt der absolute Höhepunkt. Also, du kannst mir gestohlen bleiben. Und ach ja, deine Freundin, ne? Also, die ist genauso fies wie du. Vielleicht noch fieser. Also, ihr passt perfekt zueinander. Das muss ich sagen.
Okay, so ist das ein Kompliment? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ein Kompliment für so doofe Leute wie euch. Hey, wird jetzt nicht persönlich. Emma, los, wir gehen. Ich habe keine Lust mehr auf. Aber wir wollten doch noch Basketball spielen. Ja, wir können auch Basketball spielen. Jetzt komm, wir gehen. Ja, okay. Ich mag die sowieso nicht. Die hat zu mir Winston gesagt und Zwerg. Und die sind echt unheimlich, die beiden. Total riesig. Oh Mann, Julian, warum hast du mich überhaupt hierher gebracht? Hier ist es total langweilig. Total die Knirpse hier nur. Und wir haben hier gar nichts zu tun. Ja, ist ja gut, Mensch. Ist ja gut, Mensch. Komm, wir gehen aufs Karussell oder so. Oh Mann, diese fiese Lisa, die hat noch gefehlt, ne? Ich hoffe, die treffen wir hier nicht mehr. Ja, ich hoffe auch nicht, weil das gibt nur Ärger. Nein, du brauchst keine Angst haben, die machen nur Ärger. Okay, und jetzt wird's Zeit, ein paar Körbe zu werfen, okay, Emma? Ja, lass uns. Wir müssen Basketball lernen, wir müssen Basketballer werden, ja. Das war ja eine Spitzenidee von dir mit dem Karussell. Es ist super voll hier. Ja, bleib doch mal auf dem Teppich, Mensch. So, stehen bleiben, wir sind jetzt dran. Hey, was soll das? Wir sind hier drauf. Was? Was hast du gesagt? Schau mir ins Gesicht und sag mir das nochmal, du Winzling, du. Mit deinem Fischpullover da oder Fisch-T-Shirt, was du da hast. Ach, du wolltest hier drauf. Ich hab gar nichts gesagt. Hier, bitte, ihr könnt den ganzen Tag hier drauf spielen. Komm, wir sollten übergehen. Oh, na endlich, das hat ja ewig gedauert. Ja, ich hab's doch gesagt, reg dich nicht immer direkt auf. Und jetzt schieb mich endlich an. Was, ich soll dich anschieben? Du kannst mich anschieben. Ja, du bist halt die Schlaftablette. Los, leg einen Zahn zu, Julian. Und Julian, wenn du mich jetzt endlich mal angeschoben hast, dann kannst du runter vom Karussell gehen. Ich möchte nämlich alleine drauf sein. Ja, ist ja gut, Mensch, ist ja gut. Du bist nur am Meckern, ey. Und, hast du Spaß alleine auf dem Karussell? Ja, auf jeden Fall mehr als mit dir. Ja, klar. Hey, sag mal du. Was? Stehst du auch für das Karussell hier an? Was? Nein, weg mit dir hier. Also willst du gar nicht auf das Karussell, dann kann ich ja als Nächstes... Nein, du kannst hier nicht drauf, meine Freundin ist auf dem Karussell. Los, verschwinde jetzt, habe ich gesagt. Zisch ab. Oh, Julian, was so ist? Eine Frechheit, wie kannst du nur hier mit einem anderen Mädchen spielen? Was, sie wollte aufs Karussell, ich habe gesagt, sie kann nicht drauf. Sag mal, warum regst du dich jetzt so auf? Du schenkst mir überhaupt keine Aufmerksamkeit. Mann, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich hab dich doch angeschoben beim Karussell. Das ist aber nicht genug. Ja, nur weil sie mich was gefragt hat, bleib mal auf dem Teppich, ey. Auf dem Teppich bleiben, ja. Julian? Jetzt werd mal nicht frech hier. Ich zeig dir mal, wie du auf dem Teppich landen kannst. Au! Sag mal, bist du verrückt oder was? Das hast du total verdient. Wobei, jetzt weiß ich, warum sie meine Freundin ist. Die tickt ja genauso wie ich. Oh Mann, dieser Typ, der raubt mir den letzten Nerv. Oh Mann, Emma, die sind sowas von peinlich. Guck dir das mal an. Die schlagen sich sogar hier auf dem Spielplatz. Ja, und dabei sind das Freunde eigentlich. Die sind gar nicht nett zueinander. Was sind das nur für Menschen? Hey, ihr da. Wen meint ihr damit? Meint ihr uns oder was? Ihr seid ja immer noch da. Verschwindet von hier, ihr Winzlinge. Oh, Emma, sind die da? Ich glaube schon, oder? Oh. Hey, habt ihr das zu uns gesagt oder was? Hä? Was soll ich nochmal? Ja, das hab ich zu euch gesagt, weil ihr seid mega peinlich. Was ihr macht, das ist doch nicht normal, das machen doch keine Kinder. Ihr könnt euch gar nicht vertragen, dass du dich überhaupt traust, hier den Mund aufzumachen. Du bist doch hier so groß wie eine Kiste Cola. Und eine Kiste Cola, die hat hier gar nichts zu melden. Du bist doch vielleicht wie, keine Ahnung, 50 Zentimeter groß oder so. Hey, weißt du was? Langsam regst du mich auf und ich lass mir das nicht mehr gefallen. Und dann hier noch mit Emma und so, mit deiner fiesen Lisa oder wer das, was sie auch ist. Also das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Hier, das hast du jetzt davon. Au, voll im Bauch! Au, Lisa, schnapp sie dir! Stehen geblieben! Emma, hau ab, los! Emma, wir müssen weg! Emma, los, beeil dich! Wir müssen hier schnell weg! Sonst ich bin nicht so schnell! Ich sehe schon, die wollen uns verprügeln! Los, wir müssen hier weg! Stehen geblieben! Wenn wir euch in die Finger kriegen! Boah, das gibt sowas von Ärger!